Einfach hier runtergeknallt, Alter. Und hier waren doch eben vorhin eben alles voll mit Zombies. Oder war das von da oben? Nee, das war von hier. Keine Ahnung. Vielleicht auch von weiter oben. Alter, scheiße. Billmann. So, und was ist das hier? Was soll das sein? Das sieht irgendwie aus wie Holz. Andererseits sieht es auch aus wie Kieselsteine, aber die sind halt so rund. Ist so ganz komisch hier eingefügt. Ich kann nicht sagen, was es ist. Ich glaube, das sollen vielleicht Backsteine sein, wa? Sieht aber komisch aus, die Backsteine. Ich wusste nicht, ob das irgendwie Leichen sein sollten. Aber dann werden da mit Köpfe auch. Ich glaube, das sind Backsteine. So. Wir haben auch keinen Rucksack. Alles klar, Leute. Wenn jetzt Soldat kommt oder Zombies, wir sind am Arsch. So. Scheiße, eine Flasche irgendwie als Verteidigung? Ach, nee. Nehme ich nicht mit, weil ich bin ja so doof. Oh. Scheiße, da kommt man nicht hoch. Scheiße. Wenn wir da hochkommen könnten, ne? Ich weiß ja nicht, wo der Weg hinführt. Ich weiß nicht, wo es hinführt. Ich weiß überhaupt gar nicht, wo man hier rauskommt. Oh Gott. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich bin hier unbewaffnet. Ich bin am Arsch. Ich bin am Arsch. Also Leute, wenn ihr auch oder halt wir oder man allgemein, bin ich der Meinung, stellt euch vor, man ist in dieser Situation. Du denkst, es ist vorbei. Du bist am Arsch. Da sind gerade 500 Runner, also Zombies, die rennen, gelaufen. Keine Chance. Wenn die uns jetzt begegnen, die sind sau schnell. Das sind alles so eine Runner hier, der auch. Scheiße, wenn ich da so eine Pistole nehmen könnte. Kann man vom Spiel aus aber eh nicht. Wir haben nämlich keine Waffe. Wir sind hier ganz allein. Wir kennen nicht den Ausweg. Wir wissen nicht, wo der Ausgang ist. Und hier sind Zombies. Wir sind am Arsch. Scheiße. Können wir nicht mit unseren Fäusten kämpfen? Die sind von da oben gekommen. Das heißt, jeden Moment kann einer wiederkommen. Wir können nicht mit unseren Fäusten kämpfen. Der ist vielleicht noch abgelenkt, wenn wir Glück haben. Ich will nur kurz noch sagen, was ich gemein finden würde, wäre, wenn am Ende, ganz zum Schluss, so eine Szene kommt, wo alle auf dich zurennen und dich fressen und du musst es mit ansehen mit der Brille. Das wäre gemein. Oh, Scheiße. Die haben Handy. Oh, Kacke. Scheiße, wir haben keine Waffen. Und du denkst, ja, dann wird das Spiel dir ja keinen Zombie als Gegner geben, aber ey, sowas kann man zutrauen. Oh, fuck, fuck, fuck. I've got no weapons. And there's lots of those things up ahead. There's gotta be a way I can sneak past them unnoticed. Okay. Wir haben eine Notlösung, oder was? Oh, blau, ist da Wasser? Oh, eine Schwimmhalle. Geil. Okay, was haben wir hier als Notlösung? Okay, scheiße. Leute, wir müssen hier raus. Und auf unserem Weg sind Zombies. Was ist das? Ist es nicht Niere und so? Jetzt habe ich es verstanden. Oh Gott, jetzt habe ich kapiert, Leute. Okay, ihr wusstet es wahrscheinlich schon. Ja, okay. Ich dachte, ich soll mich jetzt damit einschmieren. Hä? Wollt ihr mich verarschen? Ach, guck mal, hier ist eine Leiter. Da kommen wir aber nicht durch, wa? Oh, der stieg da nach uns. Guck! Hä? Was soll denn der Scheiß? Guck doch mal! Oh
mich verarschen? Warum schmiert er sich denn mit der Kacke nicht ein? Warum schmiert er sich damit nicht ein? Das verstehe ich nicht. Und jetzt sagt nicht, ich muss schon wieder eine Extra-Taste drücken dafür. Also ich habe schon T gedrückt zum Beispiel hinten. Das wären die perfekten Tasten dafür. Jetzt kommt das Spiel wieder und sagt wieder irgendwie auf Viereck oder sowas. Ey. Oh Mann. Ah, ich kann das hier platzieren? Warte mal. Hä? Warum kann ich es nicht einfach halten? Das geht nicht. Das hier geht schon. Hier. Jetzt habe ich das Stück bei. Und das hier. Hä? Jetzt habe ich die Sachen hier dran. Jetzt gehen sie vielleicht erst. Ah, jetzt gehen wir auch langsamer. Ja, du ganz ehrlich, das muss man doch sagen. Das muss man doch erst wissen. Guck mal, jetzt gehen wir. Wir sind auch blutüberströmt. Oh. Toll, das muss man wissen. Got this. Ach du Scheiße. Fuck, 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 fuck. Der läuft hier rum. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, shit. Ah, ich dachte, ich muss da irgendwie rüberklettern. Alter, heilige Scheiße. Und das meinte ich, das wäre gemein, wenn auf einmal alle auf uns zurennen würden und der ist vorbei. Ich mach nix. Ich mach gar nix. Ich bin nur ein Zombie. Vorwärts. Komm schon. Ja. Ja. Sauber. Aber ich weiß nicht, wo uns das hinführt. Weiß nicht, wo uns das hinführt. Ja, toll.
Wow. Ernsthaft? Falls ich es richtig verstanden habe, sind wir wirklich... Wir sind halt raus. Ne? Mit dem Zug. Obwohl ich halt der Meinung bin, der Zug dürfte nur Biotech gehören. Das kam, aber kam jetzt so rüber, als wenn man irgendwo bei einer Station angehalten hat, ist raus. Ist auch zu einem Shop gleich hin. Und wollte allen Leuten Bescheid sagen. Und unser Hilferuf war irgendwie beißen. Und wir hatten halt unfassbar großen Hunger, ne, und konnten den nicht stillen. Im Nachhinein also, um auf den Punkt zu kommen, bei dieser ganzen Geschichte sind wir anscheinend infiziert gewesen und haben uns zu einem Zombie entwickelt. Nice. Wobei ich nicht wüsste, warum. Vielleicht beim Einreihen mit dem Zeug hatten wir irgendwo eine offene Wunde. Es ist aber irgendwie doof, weil darum ging es ja, dass wir da lebend rauskommen. Ich weiß nicht, wodurch wir infiziert wurden jetzt. Hä? Wodurch? Also haben wir irgendwie anscheinend auch das Virus dann dadurch auch, raus auf die Welt gelassen, ne? Durch uns selbst. Wir selber. Haben das Virus rausgebracht und haben alle infiziert. Weil kam auch Polizei und alles und dort auch. Und da wurde eben nur erklärt die ganze Zeit, wie wir dauernd ins Fleisch beißen. Und alles ist warm an den Zähnen und so. Und wir beißen mit Hoffnung immer weiter und so. Und auch wegen dem Hunger, weil der nicht aufhört. Ja, und irgendwann Blackout. Schön. Cool. Tolles Ende. Scheiße, Mann. Ja, wie ich schon gesagt hatte, Biotech, ja. Hat mich von allen Missionen am meisten gefreut, ne, und mir am meisten auch Spaß gemacht, auf jeden Fall. War der beste Teil von allen, aber hat halt ganz zum Schluss leider abgeschwächt und auch das Ende, ja, hat mir auch nicht gefallen. Ich hätte mich auch gern weitergemacht, jetzt mit der U-Bahn, jetzt noch weiter, weißt du? So auch miterleben, wie wir in die Freiheit kommen. Und wenn man diese Geschichte so weitermacht und die Entwickler wollten unbedingt, dass man so ein schlimmes Ende hat, warum das nicht ins Spiel mit einbauen? Warum nicht, wie wir denn damit denn aus dem Zug aussteigen? Denn diese Sachen, die wir extra getragen haben, haben wir denn weggeworfen? Sind denn zu einem Shop, wollten unbedingt um Hilfe und auf einmal beißen wir irgendwie plötzlich jemanden und den nächsten, dann kommt ein Polizeiwagen und wir rennen zu dem und beißen den auch. Warum kriegen wir das selber im Spiel so nicht mit der Brille? Ne? Und dann zack, zack, und dann hört man Schreie und sowas und dann sind wir dauernd nur am Beißen und dann kriegen wir plötzlich so einen Schuss ab oder so, einen Kopfschuss und dann ist Blackout und dann kommt die Geschichte, ne? Dass wir das halt, das Virus irgendwie weiterverbreitet haben. Oder dann kommt halt so ein Nachrichtensprecher aus dem Fernsehen, hört man, wie er sagt, dass ein Vorfall kam im Shop und dadurch ist ein Virus ausgebrochen und so. Das wäre auch viel cooler, denn, ne? In der Hinsicht. Das sind dann so eine Sachen manchmal, die mich wundern, wo ich mich dann immer sowas frage. Ja. Ja, also man kann sich da hin und her streiten. Also das beste und meiste Potenzial hatte das letzte, die letzte Mission. Hat ja schon mal gesagt, die anderen waren Witz dagegen. Fand ich denn daraufhin dann nämlich auch nicht so der Oberknaller, die anderen dann. Das hat es noch ein bisschen rumgerissen, hat mir noch Spaß, sehr viel Spaß gebracht und sehr viel Neugier und auch schöne Story, wo ich aber halt auch bei den anderen Spielen oder Missionen das halt auch kritisiert habe stark, dass am Ende eine Geschichte weitererzählt wird, die man selber gerne miterlebt hätte. Ja, das ist immer das große Ding, was ich bei den Level-Dingern immer meine. Ja. Finde ich sehr schade in der Hinsicht. Hätte auf jeden Fall noch viel mehr Potenzial. Man will jetzt nicht sagen, dass das alles hier schlecht war. Es war okay. Ja, es war okay und alles. Auch gerade das Ende, es war auch gut. Biotech war gut, das Feeling mit der Taschenlampe, die Pistolen und dies und das. Dass die Waffen natürlich gleich weg sind bei der nächsten Mission, das ist natürlich dann wieder Kacke. Aber das, was wir bei Biotech gemacht haben, war schon mal eine sehr, sehr gute und richtige Spur, die sie gehen sollten, ja.
Das war schon mal genau sowas in die Richtung. Nur als großes Spiel dann verpackt mit so einer Story. Ja, da kann man richtig was Großes draus machen. Das hat richtig fett Potenzial. Aber meiner Meinung nach wurde es das Potenzial nicht komplett ausgeschöpft. Leider. So leid es mir auch tut. Heißt ja jetzt nicht, dass alles schlecht ist. Muss ich sagen, von meiner Meinung heraus aus. Heraus aus. Ja, schade. Aber vielleicht kommt da nochmal was Neues. Und dann wäre es geil, sowas in die Richtung zu bringen. So wie eben jetzt mit dem Ende, wie ich erzählt habe, dass man miterlebt, wie man selber denn und den Hunger und dann muss man eine Taste drücken. Alles ist so rot so und eine Taste drücken, beißen und so, ja. Und dann beißt du andere. So wie es die Story weitererzählt, ne? So in der Hinsicht. Und man kann daraus noch ein großes Spiel machen oder als Nachfolger, wo man auch sowas wie Biotech erlebt als Mitarbeiter. Genau sowas in die Richtung, ja. Nur noch natürlich besser, am besten in die Richtung wie Blood and Truth vom Gameplay her alles, ne? Und auch mit den Gegnern und dass, wenn man sich wirklich versteckt, dass einen nichts trifft und alles und auch gut alles synchronisiert ist. Und das wäre ein Punkt. Und denn, dass zum Beispiel bei dem großen Spiel nebenbei man zwischendurch denn noch irgendwie einen normalen Zivilisten spielt, wie bei Teil 1, der denn sowas miterlebt und so. Also ja, das kann man auf jeden Fall sehr weit noch ausbauen alles. Und ja. Ja, wer weiß. Vielleicht entwickeln sie sich ja auch noch weiter, denn, also jeder entwickelt sich weiter. Und vielleicht hauen die ja nochmal richtig fette Dinger raus. Die hoffentlich dann sowas in die Richtung gehen wie Biotech. Das Level. Nur noch ein bisschen noch besser verbessert. Ja. So, also manche Sachen stören mich natürlich auch, wie, was ich erzählt habe, da kommt die Horde. Und da kommt keine Animation. Wie ich irgendwie aus dem Tor rauskomme und aufs Fahrzeug klettern muss oder abhauen muss, wegrennen muss oder so. Ja, das sind die Punkte. Wobei ich es halt sowieso zum Schluss schade fand, dass wir gestorben sind jetzt oder infiziert waren. Wir haben so gekämpft. Und man denkt bis zum Schluss, man hat ja sich nur damit getarnt, man hat es geschafft und auf einmal ist man doch infiziert gewesen. Komisch, komisch. Keine Ahnung. Wurde auch nicht ganz erklärt, warum jetzt wir infiziert waren. Check ich nicht. Ja, gut. Und ja, dann bedanke ich mich bei euch natürlich herzlich fürs Zuschauen. Und das war jedenfalls auf jeden Fall allein meine Meinung, was ich alles gesagt habe. Jeder kann eine eigene Meinung haben und vielleicht feiern aber auch viele das Game komplett zu 100%. Ich, wie gesagt, ist ja nicht so, dass ich sage, Absturz, hätte ich das Spiel bloß niemals gespielt. Aber war schon gut. Vor allem halt begeistert von der letzten Mission, aber hat mich trotzdem nicht umgehauen, leider. Ich hatte damals, als ich den Trailer gesehen habe, für PC vor allem, VR, für Oculus, der Trailer, der hat mich umgehauen. Ich dachte, das ist das Endspiel überhaupt, Alter. Das ist das Spiel. Der Trailer hat mich umgehauen. Aber der Trailer, wie bei vielen anderen Spielen, sah dann einfach besser aus als das Spiel selbst. Ist einfach so. Ist oft bei ganz vielen Spielen so, was mich auch immer enttäuscht. An Trailer wird immer so gut gearbeitet, dass es so gut geil aussieht, ja. Und im Spiel ist dann alles doch ein bisschen kleines bisschen anders. Auch vielen Dank natürlich, dass ihr immer mit auf dem Weg dabei wart, ne? Das miterlebt habt. Und ich hoffe, es hat euch auch sehr gefallen. So die Unterhaltung und wie wir alles zusammen durchforstet sind. Bin gespannt auf die nächsten Projekte mit euch zusammen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao!